Der Schauspieler Fritz Wepper ist tot. Wie die Bild-Zeitung berichtete, ist er am Montagmorgen um 9.45 Uhr im Hospiz im Alter von 82 Jahren gestorben. Seine Ehefrau Susanne Kellermann bestätigte dies dem Blatt, Fritz ist friedlich eingeschlafen. Nach einer schweren Sepsis hatte die einstige Derrick-Ikone in einem Hospiz in Oberbayern gelegen. Dennoch betonte seine Frau noch vor wenigen Tagen, dass Fritz nicht im Sterben liegt. Das könnte zwar jeden Tag so sein, aber aktuell befürchten wir es nicht und hoffen auf noch mehr Zeit zusammen. Und wenn es soweit ist, dann hoffe ich, dass ich bei ihm sein kann. Nun ging es doch schneller als gehofft. Gelitten hat Fritz Wepper auch besonders unter dem Tod seines Bruders im vergangenen Jahr. Das hat ihn so sehr mitgenommen, dass sein Immunsystem zusammengebrochen ist.